Willkommen zurück zum Stadtgespräch Politik. Unser Thema ist heute das Flüchtlingsproblem am Oranienplatz und auch in Berlin. Herr Dräger hat eben ausführlich erklärt, wie das aussehen könnte mit den Flüchtlingen oder wie es weitergehen soll. Wir erwarten noch einen weiteren Zustrom. Welche Forderungen haben Sie? Was muss sich ändern bei der Gesetzgebung? In erster Linie ist es ja erfreulich und schön zu hören, dass auch Herr Dräger Asylgesetze in Deutschland nicht noch weiter verschärfen will. Die sind ja schon scharf genug aus meiner Sicht. Das heißt, die Menschen haben kaum eine Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Und die, die tatsächlich nach Deutschland schaffen, die kommen ja aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland, dass sie hier auch Zuflucht finden, dass sie tatsächlich auch eine Anerkennung hier finden, auch eine Unterstützung finden. Wir müssen, glaube ich, mehr und mehr eine Willkommenskultur hier in Deutschland entwickeln. In erster Linie diese Flüchtlinge, die vollkommen traumatisiert in Deutschland ankommen, auch herzlich willkommen heißen. Darüber hinaus ist es ja wichtig, die Zahlen sind ja allgemein bekannt. Sie haben ja vorhin ja gesagt, dass mehr Flüchtlinge auch in Deutschland in Berlin erwartet werden. So kommen zumindest demnächst 250 syrische Flüchtlinge, die in Berlin dann sozusagen untergebracht werden sollen. Der zuständige Gesundheits- und Sozialsenator Chaya muss dafür sorgen, natürlich in Absprache mit den Bezirken, dass genug Unterkunftsmöglichkeiten tatsächlich auch gibt. Es kann nicht angehen, dass bei Lageso, der ihr Personal unterbesetzt ist, dort keine Mitarbeiter gibt, außerhalb der Öffnungszeiten Menschen zu einem Polizeiabschnitt Herr gehen Tasch, müssen, die Stadt ist dort arm, Asylanträge wir haben wenig Personal, stellen müssen. Wohin mit ja, den Leuten? Da muss man für mehr Personal, denke ich, sorgen. Personalprobleme können nicht dazu führen, dass jetzt auf einmal Asylbewerber abgeschoben werden sollen, sondern Personalprobleme müssen gelöst werden, gehören gelöst. Und ich denke, die Probleme, die es in diesem Bereich gibt, sind Probleme, die durch die Verwaltung geschaffen worden sind. Und diese Probleme können wir alle gemeinsam lösen. Wichtig und richtig ist es, dass sozusagen Flüchtlingsproblem, was ja als Problem dargestellt wird, nicht zum Wahlkampfthema gemacht wird und nicht populistisch diskutiert wird. Was dann nicht sehr hilfreich ist, wenn man eine Zeltstadt auf dem Oranienplatz aufbaut, möchte auch ich da, mal sagen. Auch da. Herr Dräger, diese Probleme, die wir am Oranienplatz, die haben wir ja zum Beispiel auch in Marzahn-Hellersdorf, wo, glaube ich, die Flüchtlinge auch untergebracht werden sollen. Da gibt es massiven Bürgerwiderstand. Also immer da, wo dann ein Heim entstehen soll, machen die Leute erstmal mobil. Ich glaube, in Charlottenburg-Wilmersdorf, da hat man sich arrangiert so ein bisschen, in der Sohrstraße ist das, glaube ich, weil die Kirche da auch so ein bisschen diplomatisch eingewirkt hat. Und auch Ihr Parteifreund, ich glaube, aus dem Bundestag, Herr Lutschak, der hat auch dafür gesorgt, dass in Lichtenrade kein Heim kommt. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem. Ne? Dann müssen die Flüchtlinge ja auf den Platz, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Naja, also die Flüchtlinge, die auf dem Oranienplatz sind, sind nicht aus Berliner Asylbewerberunterkünften dorthin gegangen, sondern sie sind aus anderen Bundesländern in die Bundeshauptstadt gewandert, als Protestmarsch, um Aufmerksamkeit zu erregen. Insofern ist dieses Camp am Oranienplatz nicht Folge der Unterbringungsschwierigkeiten unserer Stadt. Aber Sie haben natürlich darauf hingewiesen, dass Asylbewerberunterkünfte in Kiezen auch auf Unliebe und auf Unfrieden stoßen. Da spielen häufig Ängste mit, die nicht immer berechtigt sind. Aber die Menschen, ich glaube, dass die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ergibt sich schon ein klares Bild, dass sie wirklich Hilfsbedürftigen helfen wollen. Ich glaube, dafür kann man auch lokal in Kiezen Verständnis gewinnen. Das ging jetzt in manchen Fällen ein bisschen holterdiepolter, weil der Druck, unterzubringen, so groß war, dass die Verwaltung so schnell handeln musste, sodass vielleicht nicht genügend Zeit zur Kommunikation in Kiezen geblieben ist. Aber was die Menschen aufbringt, sind ja nicht die Asylbewerber, sondern das sind politische Forderungen von politischen Aktivisten, die ja da alles dafür tun wollen, damit es noch mehr werden und möglichst wenige, die abgelehnt worden sind, nicht zurückgeführt werden. Und deswegen wiederhole ich nochmal meine Kritik an sämtlichen Oppositionsparteien, Grüne, Linke und Piraten, die nichts anderes zur Lösung des Problems beitragen, als es zu verschärfen durch Anträge, die darauf abzielen, möglichst wenige Menschen nach Abschluss ihrer Verfahren zurückzubringen. Und das können wir nicht leisten und das ist verantwortungslos. Und wenn die Menschen das spüren, dass die politischen Verantwortlichen versagen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie sehr ungeduldig werden und dass sich ihr Zorn entlädt
Ich bitte Sie nur darum, dass sich der Zorn nicht gegen die Asylbewerber lädt, denn die haben dafür gar keine Verantwortung. Aber hat da nicht vielleicht auch die Politik so ein bisschen versagt? Weil Asylbewerber werden Teile oft in der Bevölkerung gleichgesetzt mit Wirtschaftsflüchtlingen. Da sind sicher auch welche drunter. Will man ja gar nicht in Abrede stellen. Aber das ist natürlich dann das Problem für die Menschen, die wirklich traumatisiert sind, gefoltert worden sind und wirklich ihre Länder verlassen mussten. Genau für die Aussage, die Sie jetzt gerade gemacht haben, ist ja die Partei, die CDU, ja mitverantwortlich, beziehungsweise die ist sogar gänzlich dafür verantwortlich. Für die Verteilung von Flüchtlingen ist nicht die Opposition verantwortlich, sondern die Regierung. Und soweit ich weiß, teilt ja die CDU in Berlin die Koalition mit der SPD. Das heißt, sie sind durchaus dafür verantwortlich, dass die Flüchtlinge gerecht auch verteilt werden. Wenn ich mir angucke, dass Steglitz-Zehlendorf nur 127 Flüchtlinge bis jetzt aufgenommen hat, dass in Neukölln sehr wenige Flüchtlinge gibt, muss es eine auch gerechte Verteilung zwischen den Bezirken tatsächlich auch stattfinden. Deswegen hatte ich ja schon vorhin gesagt, ich unterstreiche gerne nochmal, dass es richtige zeitnahe Gespräche auch mit den Bezirken stattfinden muss, damit es auch eine gerechte Verteilung stattfindet. Und die Aussage stimmt nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich mit den Flüchtlingsunterkünften in ihrer Umgebung Probleme haben. Eine aktuelle Umfrage, die gestern in der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde, zeigt deutlich, dass Menschen in ihrer Umgebung durchaus auch Flüchtlingsheime sich wünschen oder damit klarkommen, damit leben können, dass sie damit überhaupt keine Probleme haben. Insofern stimmt diese Aussage nicht, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich dagegen protestieren. Herr Tasch, auf TV Berlin gab es aber einen Beitrag über das Flüchtlingscamp. Eine Anwohnerin wollte nicht im Bild sein, hat sich bitter beschwert über die Zustände. Wissen Sie, in Marzahn-Hellersdorf gab es ja auch Rechtsradikale, die eine Bürgerversammlung dort vor Ort besucht haben, gezielt besucht haben, die mit anderen möglicherweise gemeinsame Sache gemacht haben und die gegen diese Unterkunft, die dort in Marzahn-Hellersdorf jetzt demnächst eröffnet werden soll, protestiert haben. Solche Sachen gibt es auch und das kann auch möglicherweise eine rechtsradikale Frau gewesen sein, jemand von der NPD sein oder von anderen rechtsradikalen Organisationen sein, die gezielt natürlich gegen Flüchtlinge hetzen. Und wir dürfen uns auf solche Debatten und auf solche Diskussionen nicht einlassen. Wir müssen besonnen drauf reagieren. Herr Dräger, diese unsägliche Veranstaltung da in Marzahn-Hellersdorf, die Rechtsextremen wirklich genutzt haben als Plattform, müsste das nicht eigentlich wirklich auch ein Zeichen sein, für Regierung und Opposition hier in Berlin jetzt wirklich gemeinsame Sache zu machen, um denen sozusagen die Stirn zu bieten? Auf jeden Fall. Also rechtsradikalen Aktivitäten, die haben in dieser Stadt nichts verloren. Das steht völlig außer Frage. Ich wehre mich aber dagegen, dass, wie Herr Tasch eben gerade, jede Kritik an der Ansiedlung von Asylbewerberheimen in die Ecke der Rechtsradikalen geschickt wird. Das ist unzutreffend. Wenn wir so mit den Menschen in den Kiezen umgehen, bringen wir sie gegen uns und gegen unsere demokratische Ordnung auf. Wir müssen erkennen, dass es auch demokratischen Protest geben kann gegen ein Asylbewerberheim oder eine andere Einrichtung oder einen Flughafen oder sonst etwas. Wir müssen nicht immer diese Keule des NS-Regimes spielen. Das ist einfach falsch. Die Menschen werden verbittert. Und wenn ich Sie, Herr Tasch, mal einlade in die Stammkneipen in meinem Kiez, in meinem Wahlkreis, dann werden Sie mal erleben können, wie die Leute darüber denken, dass sie unentwegt sich ja schon kaum noch trauen, Kritik zu äußern, weil sie immer Angst haben, sie werden in die rechtsextreme Ecke gestellt. Und dagegen verwahre ich mich. Das ist der Sache nicht gerecht. Und im Übrigen ist Ihre Frage richtig gewesen. Natürlich muss auch die Opposition mitarbeiten, um mit der Regierung zu Lösungen zu kommen und nicht das Problem zu verschärfen durch ihre unsäglichen Anträge. Und das bedeutet, dass wir gemeinsam suchen müssen nach geeigneten Unterkünften in Berlin. Und das geht ja auch. Die Bezirke arbeiten doch mit. Und wir sind den Herausforderungen bisher doch gerecht geworden. Trotzdem haben viele den Eindruck, die Politik ist so ein bisschen steht so ein bisschen kopflos vor diesem Problem. Ja, aber den Eindruck möchte ich gerne wieder entgegnen, dass es nicht zutrifft. Wir sind in der Tat, wir haben einen erheblichen Anstieg der Asylbewerberzahlen. Ob man das hätte vorhersehen können? Ich meine nein. Woher eigentlich? Wenn Krisen ausbrechen in der Welt, die zu Flüchtlingsströmen führen, wie soll man so etwas immer vorhersehen als Bundesland? Sondern wir gehen jetzt mit der Situation so verantwortungsvoll und vernünftig wie möglich um. Das bedeutet aber auch, dass die wunderschönen Wunschvorstellungen der Linksparteien, alle müssten in Wohnungen untergebracht werden. Das ist auch ein Antrag, der im letzten Jahr behandelt werden muss. Alle Asylbewerber nicht in etwa in Gemeinschaftsunterkünften, sondern Wohnungen.
der ist derartig an der Realität vorbei, angesichts der Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt, aber auch der steigenden Zahl von Asylbewerbern, dass wir eine solche Wunschvorstellung, so schön sie ja sein mag, überhaupt nicht umsetzen können. Und ich appelliere an die Oppositionsparteien, endlich zur Vernunft zu kommen und nicht nur rumzuquaken und sinnlose Anträge zu stellen, sondern wirklich bei der Suche von geeigneten Unterkünften mitzuhelfen. Herr Zasch, was wären denn geeignete Unterkünfte auch zum Beispiel für die Menschen am Oranienplatz? Na, die sind ja, wie Herr Dräger tatsächlich auch gesagt hat, die sind ja nicht aus dem Bundesland Berlin, sondern die sind aus anderen Bundesländern. Und da muss ja Einzelschicksale müssen dort nochmal besprochen werden, geklärt werden. Herr Dräger hatte sich ja, glaube ich, soweit ich weiß, in einem Gespräch am Oranienplatz auch nochmal deutlich unterstrichen, dass er sich auch dafür einsetzen wird, dass zumindest einige dort geregelt werden können, dass sie zumindest menschenwürdiger leben können, dass auf ihre Forderungen gehört wird, dass Bundespolitiker sich zu einem Gespräch erklären und dass sie tatsächlich auch am Ende an einem Gespräch auch teilnehmen, bei diesem Gespräch nicht nur Versprechen machen, sondern auch Versprechen, die sie gemacht haben, tatsächlich am Ende auch eingehalten werden. Das ist, denke ich, entscheidend und wichtig. Es geht darum, dass alle Menschen in dieser Stadt menschenwürdig und friedlich miteinander leben können. Herr Dräger, diese Erwartungshaltung, die haben Sie vorhin schon mal kritisiert, von den Menschen da auch so ein bisschen. Ja, die sind fehlgeleitet worden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Schwarzafrikaner, die Asyl in Deutschland beantragen, die politische Lage so überblicken, dass sie jetzt sagen, oh, ich muss mich jetzt gegen die Residenzpflicht verwahren. Wenn die nach Deutschland kommen, wissen die überhaupt nicht, was das bedeutet. Das ist denen auch völlig egal. Es ist völliger Unfug, sich darüber zu unterhalten. Und sie haben sich verleiten lassen, ihre Standorte, in denen sie als Asylbewerber ja auch behandelt werden, versorgt werden, aus Bayern und aus anderen Bundesländern zu verlassen. Das heißt, ich befürchte momentan, dass diese Asylverfahren für die Betroffenen gar nicht weitergeführt werden können, weil es schlicht keine Zustelladressen für die geben, wenn Anhörungen durchgeführt werden sollen, wenn sie befragt werden sollen. Die haben sich ja aus dem System, unserem Asylverfahren selbst ausgeklinkt. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass schwarzafrikanische Asylbewerber das aus eigenem Antrieb tun, sondern ich bin sicher, sie sind von politischen Gutmenschen aus unserem Lande in diese Richtung inszeniert worden. Und deswegen tun mir diese Menschen am Oranienplatz leid und ich würde sie gerne aus der Sackgasse, in die sie sich manövrieren haben lassen, befreien. Aber das geht nur im Rahmen der Gesetze und der rechtsstaatlichen Verfahren. Und die Konsequenz wäre eigentlich, dass sie sich wieder zurückbegeben an die Orte, an denen ihre Asylverfahren geführt werden. Und dann würde ich mich sicherlich dafür einsetzen, dass etwaige Nachteile, die durch ihre vorübergehende Abwesenheit möglicherweise erlitten haben, dass man da mal drüber hinwegsieht. Herr Tasch, wie ist die Situation? Wie ist die Situation bei den Menschen am Oranienplatz? Sagen die, wir bleiben hier, bis eine Entscheidung fällt? Das kann sich hinziehen. Es hört sich ja immer so an, dass Schwarzafrikaner für sich selbst nicht sprechen können, für sich selbst keine Entscheidung treffen können. Die haben ja die Lebensbedingungen in Deutschland ja mitbekommen. Das heißt, in den jeweiligen Bundesländern, wo sie angekommen sind, haben sie diese Probleme tatsächlich erkannt und gesehen. Und die haben am Ende für sich selbst eine Entscheidung getroffen, dagegen zu protestieren. Das war ihre eigene Entscheidung. Die Frage war, wie lange? Und solange ihre Forderungen natürlich auch durchgesetzt sind. Das müssen sie selbst entscheiden. Das können wir als Politiker für sie nicht entscheiden. Diese Entscheidung können wir ihnen nicht vorwegnehmen. Wir können sie nur dabei unterstützen. Wir können sie dabei unterstützen, dass Probleme so schnell wie möglich, die dort gibt, auch gelöst werden. Das hört sich nach einem noch langen Weg an. Ich bedanke mich bei beiden meiner Gesprächspartner. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen beim Stadtgespräch Politik und jetzt wie immer noch viel Spaß hier auf TV Berlin beim folgenden Programm.